So, meine Damen und Herren, heute in Sarpedon. Mal gucken, wen wir da treffen. Heute bei Rock of Ages 2. Heute gegen Medusa. Mal gucken, ob sie uns auch in Stein verwandelt, obwohl wir sind ja eigentlich schon eine Steinfigur mit einem Stein. Also ist irgendwie komisch. Wäre mal nett zu wissen. Und wir haben ja, glaube ich, mal hier. Ach du Scheibenkleister. Oh, der hat eine Stärke drauf. Ich würde mal sagen, ach du Scheiße, aber das dauert lange. Vor allem, wir haben auch recht wenig, schon recht viele Steine, aber ich würde mal sagen, wir nehmen einfach mal den hier heute mal. Da, da, da. Und alles ein bisschen. Geil, Waffe. Oh nein, wir haben den Elefant diesmal vergessen. Scheiß drauf. Wie geht's? Also wir beginnen hier. Springen hier runter, springen hier hin, springen hier, geht's dann bergauf, geht dann hier runter, geht dann hier hin. Dann hier rüber, geht dann hier hin, geht dann hier runter, und dann hier. Ach du Scheibenkleister. Zwei Kanonen. Stierchen. Doch, wir haben einen Elefant mit. Oh, ist das gut. Den Elefant machen wir jetzt mal hier hin. Wir haben dann noch das Katapult. Machen wir hier hin. Mit gut Glück, dass er natürlich nicht kaputt macht. Und man merkt schon, wie extrem lange das jetzt dauert mit dem neuen Stein. Aber man muss ja mal was Neues probieren. Und wir müssen ja auch hier versuchen aufzuhalten. Also das ist jetzt erstmal unsere Sache. Wir müssen den Stein hier irgendwie aufhalten. Mit 700 haben wir noch. Ja, gut. Dann kommen wir, glaube ich, noch zweimal hier den Typen hier hinbauen. Und dann war es das auch schon. So gut, wir nehmen mit dem Geld. Wir machen natürlich hier noch den einmal hin. Oh, ich sehe gerade was Falsches. Wie kann man verkaufen? Oh, wir können hier losmachen. Wir können hier los. Ich höre natürlich, der ist wirklich so stark. Aber ich glaube, das wird schon relativ schwer, hier über die ganzen Lücken drüber zu kommen. Aber anscheinend doch nicht so. Aushalten, das geht auch einigermaßen. Der hält doch relativ viel aus, würde ich sagen. Und wir springen natürlich drüber. Ist natürlich nicht ganz so nice, aber das geht natürlich schon. Oh, Leute, ich freue mich schon so sehr in 3 Wochen. Ich glaube 3 Wochen. Da haben wir ja, habe ich ja Urlaub. Etwas größeren Urlaub. Und da machen wir dann den großen Livestream-Party, da freue ich mich so extrem drauf. Ich weiß gar nicht, wie sehr ich mich auf diese Livestream-Sache freue. Okay, Bewegung ist mit dem richtig, richtig schlecht. Wir gehen jetzt natürlich nur davon aus, dass wir hier irgendwie ins Ziel kommen und mehr Schaden in 2 Runden machen, als er oder sie in 4 Runden oder sowas. Oh, fuck. Ja, und geil, hier unten, was mache ich denn hier unten? Was soll denn das? Naja, gut. Na, komm, 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 komm. Also mit dem Ball macht es irgendwie keinen Spaß, muss ich sagen. Es macht einfach keinen Spaß. Der macht ja nicht so viel Schaden. Ich habe gedacht, jetzt kommt hier der ultramäßige Megaschaden, aber nein. Das ist ja 0, nichts hier.
müssen ihn bloß hier irgendwie aufhalten und vernichten. Das ist die einzige Sache, die wir jetzt machen können. Und die sieht relativ gut bis jetzt aus. Mist. Na komm. Der sprang vom Ziel, warum auch nicht? Warum auch nicht, ja. So, und wir können gleich wieder los. Oh ja, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Los, 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 los. Los. Oh. Vor allem freue ich mich jetzt auch noch gleich aufs Kino. Ich gehe jetzt gleich ins Kino in, na, Bully Parade. Bin mal gespannt, wie der Film ist. Aber vorher dachte ich mir so, ja, du hast ja noch zu. Das ist ja Zeit. Warum sollte ich jetzt nicht aufnehmen? Ich habe jetzt für 6 Tage noch, glaube ich, vorproduziert. Für 6 Tage vorproduziert, ja. Aber bei mir 6 Tage, was ist denn das schon? Ich habe jetzt 2 Tage frei. Und ja. Aber ich glaube, mit dem Ball ist es wirklich relativ scheibenkleister hier durchzukommen. Der macht vielleicht gut Schaden und halten, aushalten tut auch viel, aber... Nee. Oh, ich habe gedacht, ich tue diesen elendigen Kerl dort umbringen, aber... Anscheinend doch nicht. Da haben wir noch einen. Alter. What the fuck? Alter. Hoppala, was ist denn da passiert? Ist es auf einmal eine neue Runde beginnen? Ja, da kann ich aus Versehen auf neue Runde beginnen, aber... Naja, dann ist es aus Versehen passiert. Kann man leider nicht machen. Schön die Kanone hinstellen. Nur eine Frage ist natürlich jetzt, wo die neue Runde ist, welchen Ball habe ich wohl genommen? So, und die Party beginnt natürlich in 3, 2, 1 und los. Los, jetzt. Welchen Stein? Oh ja. Wir hatten gedacht, dass ich diesen Stein nehme. Das würde mich jetzt mal interessieren. Von meinen keinen Zuschauern, die jetzt hier mir zugucken. Also ich hätte jetzt auch gedacht, dass ich vielleicht den normalen Stein nehme und nichts riskieren möchte. Aber anscheinend habe ich mich doch ganz anders entschieden. Ich habe mir selber irgendwie nicht so richtig vertraut. Okay. Dafür, dass das wie irgendwie von Herkules kommt oder so, ist es sehr, sehr schwach. Aufgehalten, alles geplant, alles wie geplant, alles wie geplant, alles wie geplant, Leute. Ah, der hat eine Bank gehabt, die hätte ich zerstören müssen, aber das habe ich jetzt leider auch nicht gemacht. Ein bisschen Sprung braucht man jetzt hier. Beschädigter Fels, aber wir sind beide gleichzeitig angekommen. Und man sieht, er hat mehr Schaden gemacht als ich. Und das geht so nicht weiter. So, eine kleine neue Abwehr gemacht. Weil ich merke, er fährt hier nicht durch. Er fährt hier lang. Oder rollt hier lang. Was ich natürlich nicht mache, weil ich nicht weiß, wo es da am besten lang geht. Habe ich jetzt hier eine kleine Abwehr gestellt. Wird schon alles gut klappen. Ja, leider nur einen mitgenommen. Ist in Ordnung. Schnell hier drüber. Wow, wow, wow. Ganz chillig, Junge. Oder ist das schon wieder so ein Vieh? Der mit seinen hässlichen Viechern.
Stirb doch endlich mal. Danke. Danke, Anke. Wo kommt der Spruch überhaupt her? Danke, Anke. Oh, da hat noch eine Bank. Die muss natürlich gleich zerstört werden. Aber das ist die, glaube ich, von Points. Naja, fast. Fast perfekt. Ja, das war mir sowas von klar. Oh, ja, fucking. Nein. Also er muss jetzt komplett zerstört werden. So. Anstatt seinen Ball jetzt versuchen zu zerstören, habe ich gedacht, gut, ich gucke lieber Fernsehen, was bin ich für eigentlich für ein Gamer. Oh, wir müssen uns mal ein bisschen beilen hier. Weil ich denke schon, dass er mit einem Schwung jetzt durchkommen könnte. Dann sieht es nicht ganz so nice für uns aus. Alter, bleib doch mal ruhig hier, ihr komischen Viecher. Oh, nur ein zerstört, da zwei wird liegen. Oh, fuck. Oh ja. Das ist sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice, sehr, sehr nice. Der hat doch schon wieder das Vieh, Leute. Was soll denn das? Ah, fuck. Also ich schaffe das jetzt nicht in nächster Runde. Das kann mir sonst irgendjemand sagen, dass ich durchkomme jetzt in nächster Runde. Ey, jetzt aber... Ey, nächste Runde, aber... Ja, vergessen. Oder? Doch, ich komme durch. Also er müsste jetzt hier genug aufgehalten werden. Und richtig penetriert. So, mehr kann ich nicht machen. Jetzt kann ich nur noch warten, bis er rauskommt. Nach und nach die Blitze abfeuern. Was? Penetrierung geht los. Ah, guten Schaden gemacht, aber noch nicht zu viel. Der hat ja hier alles zerstört bei mir. Scheibenkleister. Ja, das können wir nur noch hoffen. Jetzt können wir nur noch an den lieben Herrn Gott glauben, aber ich glaube, selbst das bringt nicht mehr so viel. Und das gibt's doch nicht. Oh, fuck. Nein. Fucking Medusa. Ich glaube, ich probiere es im nächsten Part nochmal. Wenn ihr sehen wollt, ob ich Medusa doch noch hinkriege, dann schaut nächstes Mal vorbei. Wenn euch alles gefallen hat, gebt ein Abo und lasst einen Daumen nach oben da. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euch mal so Wort. Ciao, ciao.